kleine Stadt Tirschenreuth in der Oberpfalz begegnet den Folgen des Klimawandels mit einem ausgeklügelten System aus grün-blauen Freiräumen. Seit über 1000 Jahren ist die Stadt umgeben von über 2000 Teichen, die der Fischzucht dienen. Das Konzept des Blauen Rings integriert dieses Landschaftselement in die städtische Struktur. Der Ring setzt sich aus drei großen grün-blauen, klimaangepassten Stadträumen zusammen: dem Fischhofpark, dem Mühlbachpark und dem Waldnerpark. Die Parkanlagen sind durch zwei kleine Flüsse, den Mühlbach und die Waldnerp, und eine Grünachse verbunden. So, guten Morgen. Morgen. Wir haben ungefähr seit 16, 17 Jahren ein Stadtentwicklungskonzept aufgestellt. Insbesondere ist die Stadtplanung, die Stadtgestaltung ein ganz wichtiger Faktor. Jede Innenstadt hat natürlich immer Defizite mit den entsprechenden Bebauungen, wenig Grün, wenig Flächen für Grün. Und wir haben das ganz gezielt natürlich mit strukturiert, dass wir also gerade die Innenstadt, die alten Höfe, wieder revitalisieren. Wir haben also hier den bepflanzten Ring, den grün gestalteten Ring um die Altstadt, den blauen Ring mit Wasser durchsetzt, mit dem Mühlbach, mit der Waldnaab. Also es wird hier eine grüne Lunge geschaffen, es wird hier also eine grüne Schneise geschaffen, es werden hier Freiflächen installiert. Also das ist unser Ziel, was wir hier mit diesem Projekt erreichen wollen. Im Zuge der Landesgartenschau hat die Stadt 2013 den Fischhofpark umgestaltet und eine Fläche von 6 Hektar geflutet. Der Park ist bis heute ein Anziehungspunkt für viele Besucherinnen und Besucher. Die Altstadt ist ja also auch von Fließgewässern umgeben. Und gerade diese Fließgewässer haben eine enorme Qualität. Und hier wurden natürlich die Parksituationen mit ausgebaut. Treffpunkte geschaffen für Kinder, für Jugendliche, für ältere Generationen. Das ist ganz wichtig, dass man hier die Synergien also auch mitschafft. Also dass sich vor allem auch Generationen treffen. Und der Mühlbachpark ist also einer dieser Bausteine des Grünen Bandes um Tirschenreuth. Mit der Fertigstellung des Mühlbachparks ist die Vision der Stadt am Wasser noch ein Stück näher gerückt. Der Mühlbach erhält durch die Renaturierung mehr Platz. Es entsteht ein ökologisch wertvoller Freiraum, der sowohl Flora und Fauna als auch den Menschen Platz bietet. Ja, wichtig ist natürlich bei der Gestaltung, dass wir Nachhaltigkeit beweisen. Wir haben also eine Bepflanzung gewählt, die sehr viel Schatten wirft, viel regional und sehr viel natürlich also auch für den Klimaschutz für die Zukunft mit eingeplant. Und natürlich haben wir versucht, den Hochwasserschutz mit zu generieren. Wir haben also auch viele Ämter oder auch Fachbehörden hier mit ins Boot geholt, die unter die Naturschutzbehörde, das Wasserwirtschaftsamt, Stadtplaner. Wir haben eine sehr aktive Verwaltung. Die Bürgerinnen und Bürger werden befragt, es wird reflektiert. Also es ist eine breite Basis, die hier immer wieder mit eingebunden wird. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir das also hier mit betrachten. Der Blaue Ring Tirschenreuth ist ein vorbildliches Projekt. Es zeigt, wie gesamtstädtische Konzepte die Klimaanpassung von Freiräumen voranbringen und damit die Lebensqualität in den Gemeinden spürbar verbessern.